Ich melde mich heute aus meiner eigens gewählten Isolation. Aufzeichnung aus dem Kellerloch. Aber heute nicht Dostojewski, sondern ich habe gefunden, steht gar nichts drauf, von Kurt Tucholsky. Rezepte gegen Grippe. Beim ersten Herannahen der Grippe, erkennbar an leichtem Kribbeln in der Nase, Ziehen in den Füßen, Hüsteln, Geldmangel und der Abneigung, morgens ins Geschäft zu gehen, gurgle man mit etwas gestoßenem Koks sowie einem halben Tropfen Jod. Darauf pflegt dann die Grippe einzusetzen. Die Grippe, auch spanische Grippe, Influenza, Erkältung, lateinisch Schnuppen genannt, wird durch nervöse Bakterien verbreitet, die ihrerseits erkältet sind, die sogenannten Infusionstierchen. Die Grippe ist manchmal von Fieber begleitet, das mit 128 Grad Fahrenheit einsetzt. An festen Börsentagen ist es etwas schwächer, an schwachen fester, also meist fester. Man steckt sich am vorteilhaftesten an, indem man als männlicher Grippekranker eine Frau, als weibliche Grippekranke einen Mann küsst. Über das Geschlecht befrage man seinen Hausarzt. Die Ansteckung kann auch erfolgen, indem man sich in ein Hustenhaus, sogenannt Theater, begibt. Man vermeide es aber, sich beim Husten die Hand vor den Mund zu halten, weil dies nicht gesund für die Bazillen ist. Die Grippe steckt sich nicht an, sondern ist eine Infektionskrankheit. Sehr gut haben meinem Mann ja immer die kalten Packungen getan. Wir machen das so, dass wir einen heißen Grießbrei kochen, diesen in ein Leinentuch packen, ihn aufessen und dem Kranken dann etwas Cognac geben. Innerhalb 2 Stunden ist der Kranke hellblau, nach einer weiteren Stunde dunkelblau. Statt Cognac kann auch Möbelspiritus verabreicht werden. Fleisch, Gemüse, Suppe, Butter, Brot, Obst, Kompott und Nachspeise sind während der Grippe tunlichst zu vermeiden. Homöopathen lecken am besten täglich je 3-mal eine 5-Pfennig-Marke, bei hohem Fieber eine 10-Pfennig-Marke. Bei Grippe muss unter allen Umständen das Bett gehütet werden. Es braucht nicht das eigene zu sein. Während der Schüttelfröste trage man wollene Strümpfe, diese am besten um den Hals. Damit die Beine unterdessen nicht unbedeckt bleiben, bekleide man sie mit je einem Stehumlegekragen. Die Hauptsache bei der Behandlung ist Wärme, also ein römisches Konkordatsbad. Bei der Rückfahrt stelle man sich auf eine Omnibusplattform, schließe aber allen Mitfahrenden den Mund, damit es nicht zieht. Die Schulmedizin versagt vor der Grippe gänzlich. Es ist also sehr gut, sich ein siderisches Pendel um den Bauch zu hängen. Schwingt es von rechts nach links, handelt es sich um Influenza. Schwingt es aber von links nach rechts, so ist eine Erkältung im Anzuge. Darauf ziehe man den Anzug aus und begebe sich in die Behandlung Weißenbergs. Der von ihm verordnete weiße Käse muss unmittelbar auf die Grippe geschmiert werden. Ihn unter das Bett zu kleben, zeugt von medizinischer Unkenntnis sowie von Herzensrohheit. Keinesfalls vertraue man dieses geheimnisvolle Leiden einem sogenannten Arzt an. Man frage vielmehr im Grippefall Frau Meier. Frau Meier weiß immer etwas gegen diese Krankheit. Bricht in einem Bekanntenkreis die Grippe aus, so genügt es, wenn sich ein Mitglied des Kreises in Behandlung begibt, die anderen machen dann alles mit, was der Arzt verordnet. An hauptsächlichen Mitteln kommen in Betracht Kamillentee, Fliedertee, Magnolientee, Gummibaumtee, Kakteentee. Diese Mittel stammen noch aus Großmutters Tagen und helfen in keiner Weise glänzend. Unsere moderne Zeit hat andere Mittel, der chemischen Industrie aufzuhelfen. An Grippemitteln seien genannt Aspirol, Pyrimidin, Bisopeptan, Orolox, Primadonna, Belafolisiin, Ethylphenylleccarylparaferinan, Dynamit, Acetylencoolomban Piperol. Bei letzterem Mittel genügt es schon, den Namen mehrere Male schnell hintereinander auszusprechen. Ethylphenylleccarylparaferinan Dynamit Acetylencoolomban Piperol. Also kann man nochmal üben.
Man nehme alle diese Mittel sofort, wenn sie aufkommen, solange sie noch helfen, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. CH ist ein Buchstabe. Doppelkohlensaures Natron ist auch gesund. Besonders bewährt haben sich nach der Behandlung die sogenannten prophylaktischen Spritzen, Lack, griechisch so viel wie Milch oder See. Diese Spritzen heilen am besten Grippe, die bereits vorbei sind. Diese aber immer. Amerikaner pflegen sich bei Grippe, Umschläge mit heißem Schwedenpunsch zu machen. Italiener halten den rechten Arm längere Zeit in gestreckter Richtung in die Höhe. Franzosen ignorieren die Grippe so, wie sie den Winter ignorieren. Und die Wiener machen ein Feuilleton aus dem jeweiligen Krankheitsfall. Wir Deutsche aber behandeln die Sache methodisch. Wir legen uns erst ins Bett, bekommen dann die Grippe und stehen nur auf, wenn wir wirklich hohes Fieber haben. Dann müssen wir dringend in die Stadt, um etwas zu erledigen. Ein Telefon am Bett von weiblichen Patienten zieht den Krankheitsverlauf in die Länge. Die Grippe wurde im Jahre 1725 von dem englischen Pfarrer Jonathan Gripps erfunden. Wissenschaftlich heilbar ist sie seit dem Jahre 1924. Die glücklich erfolgte Heilung erkennt man an Kreuzschmerzen, Husten, Ziehen in den Füßen und einem leichten Kribbeln in der Nase. Diese Anzeichen gehören aber nicht, wie der Laie meint, der alten Grippe an, sondern einer neuen. Die Dauer einer gewöhnlichen Hausgrippe ist bei ärztlicher Behandlung 3 Wochen, ohne ärztliche Behandlung 21 Tage. Bei Männern tritt noch die sogenannte Wehleidigkeit hinzu. Mit diesem Aufwand an Getue kriegen Frauen Kinder. Das Hausmittel Cäsars gegen die Grippe war Lorbeerkranzsuppe. Das Palastmittel Vanderbilt's ist Platinbouillon mit weichgekochten Perlen. Und so fasse ich denn meine Ausführungen in die Worte des bekannten Grippologen Professor Dr. 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 Ovaritius zusammen. Die Grippe ist keine Krankheit, sie ist ein Zustand. Kurt Tucholsky, meine Damen und Herren, vielen Dank.